YouTube automation is making millionaires this year, and here is why. YouTube automation. A YouTube automation channel. YouTube automation. YouTube automation. YouTube automation. YouTube automation. YouTube automation. YouTube automation. Von 16.500 Euro im letzten Monat. $400,000 per year passively. 7-8 grand every 28 days. $28,000 given to you every single month for the rest of your life. $58,000 in revenue. $100,000 per month. And earn $500 per day. Earn $10,000 to $20,000 per month. Okay, gehen wir erstmal ein paar Schritte zurück. Was ist YouTube Automation überhaupt? Im Grunde geht es hier nur darum, so einfach wie möglich Videos zu produzieren, die viel Geld abwerfen. Dafür engagiert man sich Leute auf Fiverr oder macht das gleich über AI-Tools, welche auch gerne mal hunderte Euro im Monat kosten. Warum hat der Kühlschrank die Tür nicht zugemacht? Weil er einen offenen Hauswirt machen wollte. Das war so witzig. Ich habe jede Art der Motivation fürs Leben verloren. Und ab dann ist deine Aufgabe, Videos hochzuladen und zu hoffen, dass du dir bald den nächsten Porsche holen kannst. Oder dein Fiverr-Team dich nicht bankrott macht. Das Problem dabei ist, man muss meistens selbst Geld in die Hand nehmen, um sich Leute auf Fiverr zu kaufen, welche für einen das Voice-Over machen, schneiden oder SEO-Analyse betreiben. Affe. Und am Ende muss man selbst noch etwas Arbeit rein investieren. Aber ich bin faul und geizig. Somit mache ich das, was in 20 Jahren wahrscheinlich sowieso jedes Unternehmen machen wird. Meine Mitarbeiter durch Bots ersetzen. Nur mit dem Unterschied, dass ich keine Mitarbeiter habe. Will wer gratis meine Videos schneiden? Aber was genau ist mein Plan? Ich will einen vollautomatischen YouTube-Kanal machen, wo ich keine Arbeit in die Videos stecken muss. Rein gar nichts. Und das hier ist auch der erste Teil einer Serie, wo ich versuche, das immer weiter auszureizen. Also abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich möchte einen Bot programmieren, der selbstständig Videos erstellt und diese auch hochlädt. Das alles mache ich mit Python, Delenium und MoviePy. Als erstes muss ich mir natürlich überlegen, was genau für Videos soll der Bot machen? Natürlich sollte es was Einfaches sein, was der Bot ohne Probleme und ohne großes Fehlerrisiko machen kann. Und natürlich mache ich Shorts. Einfach aus dem Grund, weil Shorts das größte Potenzial haben, einen Kanal zum Wachsen zu bringen. Vor allem bei YouTube hast du den Vorteil, dass deine Shorts nach Monaten immer noch viral gehen können. Sowas gibt es auf keiner anderen Kurzvideo-Plattform. Und allein aus diesem Grund mache ich Kurzvideos. Und weil es wahrscheinlich unglaublich schwer ist, den Bot so zu programmieren, dass er wirklich interessant Longform-Videos produziert. Jedoch haben Shorts auch Nachteile. Erstens, sie werden deutlich schlechter bezahlt als Longform-Videos. Hier sind als Beispiel meine Shorts-Einnahmen vom letzten Monat. Alleine mein CPM ist höher. Und zweitens ist es deutlich schwerer, ins YouTube-Partnerprogramm zu gelangen. Es ist zwar seit Februar möglich, nur durch Shorts YouTube-Partner zu werden, aber dafür braucht man 10 Millionen Klicks auf Shorts in den letzten 90 Tagen. Und glaub mir, ich habe mit mehreren Creatern geschrieben, die meinten, dass sie diese Bedingungen nicht erfüllen können, obwohl sie eine Million Reichweite haben. Also ja, good job YouTube. Und somit bin ich auf das Reuploaden von Reddit-Beiträgen gekommen. Der Bot speichert sich die Reddit-Bilder und packt dieses Bild auf ein Hintergrundvideo, welches in diesem Fall ein Minecraft Jump'n'Run Video ist. Und die Musik fügt ihr natürlich auch noch hinzu. Bis hierhin war alles relativ easy, nun ging es um das Uploaden, weil irgendwie muss der Bums ja auch auf YouTube. Und da mein Skilltree noch nicht maxed out ist, was meine Python Erfahrungspunkte angeht, musste ich mir einen EP-Trunk zu Hilfe holen. Und damit meine ich den besten Freund des Menschen, ChatGPT. Nur gab es hier ein kleines Problem, ChatGPT will mir nicht helfen. Somit bin ich zum zweiten besten Freund des Menschen gegangen, und zwar Bart, der KI von Google. Denn Bart sind die YouTube-Richtlinien offenbar komplett egal. Ich musste nur meine VPN auf die USA setzen, oder halt Panama, ist fast das gleiche, und musste mich auf der Whitelist eintragen. Nur hier ist das Problem, dass nicht jeder angenommen wird, und das kann auch eine Weile dauern, bis man überhaupt auf der Whitelist akzeptiert wird, und oh, bin drin. Also konnte ich nur mein Upload-Skript schreiben und fertig war der gesamte Bot. Natürlich braucht ihr noch ein Skript, was alle Skripte miteinander vereint und ihm auch Upload-Zeiten gibt. Und nun kann es losgehen. Aber jetzt fragt man sich natürlich, wer schaut sich solche Videos an? Das sind doch nur Videos, wo noch nicht mal viel passiert. Naja, das dachte ich auch. 24.000 Menschen in einer Woche sind offenbar anderer Meinung. Ja, ich war auch schockiert und ein bisschen stolz.
Und schauen wir uns gleich mal noch ein paar interessante Sachen, den Analytics an. Der Bot hat inzwischen fast 50.000 Klicks gemacht. Ja, ich nehme das circa eine Woche nach dem Rest auf, deshalb sind die Werte hier etwas höher. Hey, ich nochmal aus dem Schnitt. Die Werte, die ich sage, werden etwas abweichen von dem, was ich am Ende einblende, da die Produktion von dem Video bzw. der Schnitt etwas länger gedauert hat, als ich dachte. Also, was ich einblende, sind die aktuellsten Daten. Und falls ihr fragt, warum ich nicht den ganzen Kanal zeige bzw. den Namen nenne, das liegt einfach daran, dass ich diesen Kanal noch weiterführen will und somit den Kanal nicht pushen will, um ein realistisches Ergebnis zu erzielen. Aber um euch trotzdem zu beweisen, dass es funktioniert, damit ihr es auch nachprüfen könnt, habe ich euch in der Videobeschreibung einen Testkanal verlinkt, bei dem ich das ebenfalls eine Woche lang durchgezogen habe. Falls mir wer nicht glaubt, dass das funktioniert. Ich würde es auch nicht glauben, wenn ich es nicht gesehen hätte. Und jetzt viel Spaß mit dem restlichen Video. Dazu hat der Kanal 121 Stunden Watchtime generiert und 40 Abonnenten plus gemacht. Dazu hat der Kanal fast 10.000 Klicks in den letzten 48 Stunden gemacht. Natürlich wurden die Videos auch zum größten Teil in dem Shorts-Feed ausgespielt. Und was externe Plattformen angeht, wurden meine Videos am häufigsten über Facebook und Discord verteilt. Ich will gar nicht wissen, wer diese Videos per Facebook verteilt. Dazu wurden die Videos unter den Suchbegriffen Minecraft gewertet. Ja, Shorts. Auch richtig, Paluten. Gut, ja, ist ein Minecraft-YouTuber. iCrimex, ja, macht auch Minecraft. Und ASMR. Richtig gutes ASMR. Endlich weiß es jemand zu schätzen. Dazu sieht so die Altersverteilung bei den Zuschauern aus. Ich denke, die 65 plus haben meine Videos per Facebook verteilt. Und leider kommt ein Großteil aus Deutschland, da es eigentlich mein Plan war, durch englische Beiträge ein internationales Publikum zu erreichen. Aber ich denke, dies wird sich im Laufe der Zeit auch noch regeln und ein bisschen ändern. Aber wie genau soll es jetzt weitergehen? Ich werde weitere Bots programmieren, welche andere Kanäle übernehmen und auch andere Videos produzieren. Aktuell arbeite ich an einem Lo-Fi Study Music Channel, aber darum geht es im nächsten Video. Somit abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und by the way, danke, wir sind im YouTube-Partner-Programm, also danke. Ich hoffe, das Video geht 8 Minuten lang. Und für die, die jetzt fragen, ob ich den Code teilen werde auf GitHub, erstmal nein, da ich mich hierbei in einer Grauzone bewege, was die YouTube-Richtlinien angeht. Und wenn ich diesen Code verbreiten würde, würde das wahrscheinlich Grund genug für YouTube sein, dieses Video zu striken. Da YouTube schon damals mein YouTube-Download-Video gelöscht hat, wo ich erklärt habe, wie man mit Python einen YouTube-Downloader programmiert. Das hat YouTube auch nicht gefallen. Was lustigerweise nach einem Jahr erst runtergenommen wurde. Also bin ich da etwas vorsichtig, weil bei YouTube weiß man nie, wie die auf sowas reagieren. Aber ich halte euch dafür auf Instagram auf dem Laufenden, was den Code angeht. Also folgt mir, damit ich auch bald alles gratis bekomme, weil ich sagen kann, ich mache eine Story. Aber ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, bewertet gerne das Video, ob gut oder schlecht, ist egal, ist alles Interaktion. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil der Serie.